Im heutigen Tutorium geht es um was ganz Elementares, die Reaktionsgleichung. Kernpunkt ist, wie bei einer mathematischen Gleichung muss summa summarum auf der linken Seite das Gleiche stehen wie auf der rechten Seite. Wir haben auf der linken Seite zumeist die Edukte stehen oder das Edukt. Dann einen solchen Reaktionspfeil zum Produkt oder zu den Produkten. Jetzt starten wir mal mit einem recht komplizierten Molekül. Für das Aufstellen der Gleichung spielt das aber in Wirklichkeit keine besonders große Rolle. Man hat nun in einem Experiment festgestellt, dieses Molekül ist nicht besonders stabil. Es zerfällt in seine Einzelteile und was man feststellt, was dabei rauskommt, das sind zum einen Stickstoffmoleküle N2, die mit der Dreifachbindung in der Mitte, und zusätzlich haben wir ein Olefin, also ein Alkan, mit zwei Chlorsubstituenten. So, die korrekte Reaktionsgleichung aufzustellen, bedeutet nun, auf der linken Seite und auf der rechten Seite müssen wir die gleiche Anzahl an Atomen haben und die gleiche Anzahl an Ladungen. Schauen wir uns zunächst mal die Ladung an. Auf der linken Seite haben wir hier zwei negative Ladungen, zwei positive Ladungen. Das gleicht sich aus. Es ist also vollkommen in Ordnung, dass wir auf der rechten Seite überhaupt keine Ladung haben. Dann haben wir hier sechs Stickstoffe. Da gelangen wir zu Molekülen mit zwei Stickstoffen. Naja, aus sechs Stickstoffen können wir dreimal N2-Moleküle herstellen. Jetzt haben wir hier noch übrig ein Kohlenstoff, ein Chlor, ein Wasserstoff. Tja, hier haben wir aber zwei Kohlenstoffe, zwei Wasserstoffe und zwei Chlors. Das passt nicht zusammen. Was können wir da machen? Nun, wir müssen diese Seite verdoppeln. Zwei von denen nehmen, dann kann ein solches Molekül rauskommen, also dieses Teilstück zusammengesetzt ergibt das. Ja, aber dann haben wir natürlich nicht mehr sechs Stickstoffe, sondern 12 Stickstoffe. Und wie viele N2-Moleküle können wir aus 12 Stickstoffen machen? Ja, nicht drei, sondern die doppelte Anzahl. 6 mal N2-Molekül. Das war's schon. Eine ganz einfache Sache. Danke fürs Zuhören.